Prinz Harry, mit Bruder William auf einem Event, doch der will ihn nicht sehen. Eine Annäherung zwischen den Brüdern scheint noch immer weit entfernt. An dem Diana Legacy Event nahmen sowohl Prinz William als auch Prinz Harry teil, doch gingen sich dabei aus dem Weg. Keine Zusammenkunft der Brüder, nicht einmal für Prinzessin Diana. Das Drama bei den britischen Royals geht weiter seinen Lauf. Während Prinzessin Kate, 42, mit den Folgen ihres Photoshop-Skandals zu kämpfen hat, geht der Streit zwischen Prinz William, 41, und seinem Bruder fröhlich weiter. Punkt. Am Donnerstagabend, dem 14. März, fand die Preisverleihung der Diana Legacy im Londoner Science Museum statt, zu dem sowohl William als auch Prinz Harry, 39, geladen waren. Kein Wunder, denn zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana 36, wurden erneut junge Führungspersönlichkeiten für ihr Engagement ausgezeichnet. Punkt. Der 41-Jährige hielt an diesem Abend eine Rede, von seinem Bruder Harry war jedoch weit und breit nichts zu sehen. Scheinbar aus gutem Grund. Prinz William, mit Harry will er nichts zu tun haben. William und Harry sollten sich an diesem Tag erneut nicht über die Füße laufen. Laut Daily Mail wurde zwar ein Videocall mit dem in Montecito lebenden Prinzen eingerichtet, in dem er sich im Nachhinein mit den Gewinnern unterhalten konnte, jedoch erst als Thronfolger William die Veranstaltung schon verlassen hat. Punkt. Sollte so eine mögliche Konfrontation zwischen den Geschwistern vermieden werden? Schon möglich, denn noch immer ist William nicht gut auf seinen jüngeren Bruder zu sprechen. Als dieser König Charles III., 75, nach dessen Krebsdiagnose in London besuchte, wollte der 41-Jährige den Exilprinzen laut mehreren Quellen nicht sehen. Punkt. Traurig, dass sie selbst für die guten Taten ihrer Mutter in keinem Rahmen zusammenfinden konnte. Punkt. König Charles sieht sich aktuell mit großen Herausforderungen konfrontiert. Denn nicht nur ist der Monarch an Krebs erkrankt, sondern auch der Stress mit Sohn Prinz Harry und der PR-Eklat rund um Prinzessin Kate dürfte dem Royal erheblich zusetzen. Wie sehr sich König Charles Rückhalt wünscht, hat er nun in einem offiziellen Statement verraten. König Charles, er sagt weiteren Termin ab. Ausrufezeichen. Am 24. Mai findet erneut der Commonwealth Day statt. Grund für die Briten zu feiern. Doch die offiziellen Festivitäten werden in diesem Jahr ohne König Charles stattfinden. Das hat der Palast offiziell am Anfang der Woche mitgeteilt. Vertreten wird das Royal Oberhaupt von seiner Ehefrau Königin Camilla. Für König Charles ist das eine Entscheidung, die ihn emotional macht. In einer Botschaft an die Bevölkerung teilt er mit, nachdem ich kürzlich meinen 75. Geburtstag gefeiert habe, wärmt es mir das Herz, darüber nachzudenken, wie das Commonwealth mein ganzes Leben lang eine Konstante war, eine wertvolle Quelle der Stärke, Inspiration und des Stolzes. Außerdem offenbart er, ich bin zutiefst berührt von ihren wundervollen, freundlichen und aufmerksamen guten Wünschen für meine Gesundheit und kann ihnen im Gegenzug nur weiterhin nach besten Kräften im gesamten Commonwealth dienen. Punkt. Doch König Charles schaut optimistisch in die Zukunft. Er plant für das Ende des Jahres einen Besuch in Australien. Doch vorerst muss sich der 75-Jährige von den Strapazen der vergangenen Wochen erholen.